Einleitung. Dem höchsten Herrn Sri Krishna begegnen. Die folgenden Gespräche mit Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj über Raga Vartma Chandrika sind sehr tiefgreifend und vertraulich, um die geehrte Leserschaft auf diese erhabenen Bereiche vorzubereiten. Präsentieren wir hier einen von seinen Vorträgen, der auf die besondere Thematik achtsam einstimmt. Was ist die wahre Bedeutung von Yoga? Yoga ist ein Sanskritwort mit der Bedeutung zwei Dinge zusammenbringen oder zusammenfügen. Wenn wir zwei Steine zusammenfügen wollen, dann brauchen wir dafür Zement, Wasser und andere Substanzen. Damit vergleichbar ist wahres Yoga der Weg, auf dem zwei Personen zusammengebracht werden, der höchste Herr und jede spirituelle Seele. Wir als verkörperte Seelen leiden sehr, weil wir den höchsten Herrn vergessen. Nun haben wir schon viele verschiedene Lebensarten erlebt, zum Beispiel als Esel, Schwein, Hunde oder als Halbgötter himmlischer Planetensysteme. Durch die grundlose Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, haben wir die Möglichkeit der menschlichen Existenz geschenkt bekommen. Doch diese Form ist sehr kurzlebig. Wir wissen nie, wann wir sterben werden. Wir trauern, da wir uns in der Illusion befinden, dass wir dieser Körper seien, der schlussendlich nur aus Zutaten wie Blut, Fäkalien oder anderen unschönen Substanzen besteht. Wir glauben, wir seien dieser Körper und wir bemühen uns, ihn zu erfreuen. Wir versuchen nicht, unsere Seele zu befriedigen. Der leichteste Weg, um Krishna zu begegnen, ist durch Yoga. Wir sind seine Teile und Teilchen, seine ewigen Diener. Es ist außer Frage, dass wir Krishnas Diener nicht mit weltlichen Dienern vergleichen können, weil der Dienst zu Krishna voller Liebe und wunderschön ist, wie der Austausch zwischen Freunden, einer Mutter und einem Vater und einem Sohn, wie der Dienst zwischen einem Geliebten und seiner Geliebten, sind Krishnas ewige Diener aus ihrer wesentlichsten Natur heraus zutiefst liebevoll. Vieles, was heute über Yoga unterrichtet wird, bezieht sich lediglich auf Körperentspannungsübungen. Indem wir sie dieses Leben hindurch üben oder auch sogar die nächsten 1000 Leben hindurch, werden wir nicht ewig glücklich werden. Wir werden erneut und wiederholt altern und eines Tages diesen Körper verlassen müssen. Heute sprechen wir über den ultimativen Yoga, die echte Verbindung. Welcher ist der Weg, durch den wir dem höchsten Herrn Sri Krishna begegnen werden? Es ist der Weg der Liebe und Zuneigung, der Bhakti-Yoga genannt wird. Indem wir unsere Liebe auf Sri Krishna richten, können wir die Stufe der Vollkommenheit erreichen, auf der wir für immer glücklich sein werden. Doch welches Bewusstsein führt uns dorthin? Wie können wir diese Ebene von Prema, der reinen Gottesliebe, erreichen? Anna Bilasita Sunyam Jnana Karmadi Anamritam Anna Kulyena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttama Shri Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. Uttama Bhakti, reines hingebungsvollen Dienen, ist die Entwicklung jener Handlungen, die einzig die Freude Sri Krishnas zum Ziel haben. Mit anderen Worten, es ist das ununterbrochene, freie Fließen, wie Honig aus einem Honigglas, von Dienst in Hingabe zu Sri Krishna, das durch alle Bemühungen des Körpers, des Bewusstseins und der Sprache ausgedrückt wird. Es führt zur Darbringung verschiedener Stimmungen von spirituellen Gefühlen, Bhavs, die weder durch Jnana
Wissen, das auf unpersönliche Befreiung hinzieht, noch durch Karma, ergebnisorientierte Handlungen gefärbt sind, da einzig der Wunsch, Sri Krishna zu erfreuen, wirkt. Das ist die Definition von Uttama Bhakti, reiner Hingabe. Durch diese Liebe und Zuneigung zum höchsten Herrn werden wir ihm begegnen und ihm dienen. Die Schriften sagen darüber: Paran nur Katir Ishvare. Tiefe und starke Zuneigung zu Ishvara, dem höchsten kontrollierenden Sri Krishna, ist die einzige transzendentale Religion der Seele. Sa vai pumsam paro dharmo yato bhaktir adokshyate. Ahaituki apratihata yayatma supra sitati. Srimad Bhagavatam 1.2.6. Das höchste Dharma, spirituelle Berufung der Menschheit, ist die Erlangung von liebendem, hingebungsvollen Dienst zum höchsten Herrn. Solcher hingebungsvoller Dienst, der unmotiviert und ununterbrochen dargebracht wird, stellt das Selbst vollkommen zufrieden. Spontane Liebe und Zuneigung zu Krishna ist die transzendentale und ewige Religion der Seele. Sie wird im Sanskrit Paramdharma genannt und bedeutet transzendentale ewige Religion der Seele. Die Lehren der heutigen Religionen sind oft entfernt von wahrem Dharma. Wenn diese Religionen auf reine Hingabe zu Gott, Krishna Bhakti, hinweisen würden, wären sie Dharma. Viele Vertreter von Religionen wie dem Christentum, dem Islam und dem Buddhismus akzeptieren die transzendentale Form des Herrn nicht. Sie behaupten, er sei kein eigenes Wesen mit Eigenschaften. Welche Bedeutung hätte es, Gott zu akzeptieren, wenn er keine Gnade oder andere Eigenschaften besäße und wie eine Null wäre? Wir mögen solche eingeschränkten Ideen nicht annehmen. Wir möchten Gott, Krishna, ohne selbstische Motivation erfreuen. Das ist unser Wunsch. Erfreuen meine Handlungen Krishna oder nicht? Wird es meinen spirituellen Lehrer, meinen Gurudeva, gefallen? Diese Betrachtungsweise ist die Essenz unserer Bemühungen. Im Bhakti-Yoga ist dies die Meditation. Wenn meine Handlungen sie erfreuen, werde ich so handeln. Ich werde alles ablegen, was dem Fortschritt in meiner Bhakti nicht dient. Das ist Bhakti-Yoga und es beginnt bei seinem kleinsten Bruchteil, Shraddha, genannt Vertrauen. Zu Beginn muss jemand den vorbereiteten Wunsch nach Selbsterkenntnis in sich tragen. Dieser Wunsch wird einen zu der Stufe bringen, auf der man versucht, mit spirituell fortgeschrittenen Personen in Kontakt zu kommen. Der nächste Schritt ist die Einweihung durch einen Meister, der spirituell erhaben ist, und unter seiner Obhut und Anweisung beginnt der lernende Gottgeweihte die Praxis des hingebungsvollen Dienens durch das Ausüben von hingebungsvollen Dienst. Unter der Anleitung eines spirituellen Meisters wird der Schüler Schritt für Schritt von allen materiellen Verhaftungen frei, erreicht Stetigkeit in der Selbstverwirklichung und entwickelt einen Geschmack daran, über die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, zu hören. Dieser Geschmack wiederum führt einen weiter zur Ebene der Anhaftung im Krishna-Bewusstsein, die zu Bhav heranreift, welche die vorbereitende Ebene zur transzendentalen Gottesliebe ist. Reine Gottesliebe wird Prema genannt, und sie ist die höchste Vollkommenheit des Lebens. Was ist Shraddha? Es ist das starke Vertrauen darin, wenn ich Krishna Bhakti praktiziere, wird mich dies allein zur Erfüllung aller Herzensbemühungen meines Lebens führen.
Shraddha ist die Neigung, Krishna zu dienen, und das äußere Symptom davon ist das sehr starke Vertrauen in die Worte von Krishna, den Schriften und den Lehrer. Es entwickelt sich nur durch Sadhu Sangha, die Gemeinschaft mit einem Sadhu. Das bezieht sich allerdings nur auf einen authentischen Sadhu, keine Imitation. Sadhu Sangha bringt dann ein grundlegendes Vertrauen in die Worte von Krishna, Guru und Vaishnavas hervor. Der Sadhu führt den Anwärter für Bhakti Yoga zu der Stufe der Einweihung in das Chanten der heiligen Namens, Harinam, und die Diksha-Einweihung. Der Schüler sucht sich dann einen echten spirituellen Lehrer und lernt durch ihn den Vorgang der Praxis von Bhakti. Es gibt zwei Arten von Bhakti, Vaidhi Bhakti und Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti, Prema, ist die Art von der Gottesliebe, die man durch die Verehrung von Krishna in der Stimmung von respektvoller Ehrfurcht entwickelt. Sie führt den Anwärter auf die Ebene von Vaikuntha Dham, in das Reich Sri Krishnas in seiner majestätischen Form als Sri Narayan. Raganuga Bhakti bringt die Praktizierenden in den Krishna Dham. Es ist die Bhakti, die vom Vorbild von Sri Krishnas ewigen Gefährten in Vraj, den Ragatmikas, folgt. Ihre Herzen sind durchdrungen von Raga, dem nie versiegenden, liebenden Durst nach Krishna, der spontane, intensiven Absorption verursacht. Ihr seid so sehr vom Glück gesegnet, dass ihr in die Schülernachfolge von Sri Chaitanya Mahaprabhu kommen durftet. In dieser Schule werdet ihr eines Tages befähigt werden, Raganuga Bhakti zu erlangen, indem ihr das Chaitanya Charitamrita, das Srimad Bhagavatam und die Bücher der Goswamis studiert. Gurudeva unterrichtet uns in den 64 Arten von Bhakti. Von diesen ist es der erste Schritt, Gurudeva zu dienen und seine Wünsche zu erfüllen. Dadurch ist man in der Lage, den Vorträgen ohne Abweichung zu folgen. Von den 64 Aspekten der Bhakti sind 9 am wichtigsten. Shravana Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Arjanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam Srimad Bhagavatam 7.5.23. Über die transzendentalen heiligen Namen, die Form, die Eigenschaften, Orte und Spiele von Sri Vishnu oder Krishna hören und zu sprechen, sich an sie zu erinnern, den Lotusfüßen des Herrn dienen, den Herrn achtungsvoll mit 16 Arten von Zubehör verehren, ihm Gebete darbringen, sein Diener werden, den Herrn als besten Freund ansehen und ihm alles hingeben, mit anderen Worten, ihm mit Körper, Geist und Worten zu dienen. Dieses sind die 9 Praktiken, die als reiner hingebungsvoller Dienst angesehen werden. Von diesen 9 Praktiken sind 5 am wichtigsten. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Sri Murtira Shraddhaya Sevana. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22.128. Die Gemeinschaft mit Gottgeweihten, das Chanten der heiligen Namen des Herrn, das Hören aus dem Srimad Bhagavatam, der Aufenthalt in Mathura Mandala, das beinhaltet Vrindavan und die Bildgestalt mit liebevollem Vertrauen zu verehren. Von diesen 5 sind 3 herausragend. Shravanam, hören, Kirtanam, chanten, singen und Smaranam, erinnern. Unter ihnen wiederum ist Kirtana, das Singen und Verehren der Namen Krishnas, am wichtigsten. Wenn man die Namen Sri Krishnas chantet, singt und erinnert, wird man allmählich alle Segnungen und Erfolge im Leben
wie von selbst erlangen. Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam Eva Kevalam, Kalo Nasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Eva Gatir Anyata. Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 17.21. In diesem Zeitalter von Streit und Heuchelei ist das einzige Mittel der Befreiung das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Weg. Wenn man diese Anleitungen folgt, dann werden alle Anarthas, Gewohnheiten und Gedanken, die für die Entwicklung in Bhakti hinderlich sind, überwunden. Was sind diese Anarthas? Das erste Hindernis ist Nam Apparat, Vergehen, Lieblosigkeiten zum heiligen Namen. Kritisiere keine anderen Vaishnavas und sei nicht neidisch auf sie. Höre auf deinen Gurudeva, versuche vollkommen zu verinnerlichen, was er und andere Vaishnavas lehren. Lasse dich zur Zeit des Chantens der heiligen Namen nicht von Schlaf oder Faulheit ablenken. Chante Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chante täglich die Diksha-Mantras, die du von deinem Gurudeva bekommen hast, und verstehe ihre Bedeutung. Anarthas sind auch Nam-Apparat oder Seva-Apparat, Lieblosigkeit oder Unaufmerksamkeiten in der Ausführung devotionaler Praxis. Wenn man den regulativen Vorgängen folgt, werden Anarthas verschwinden und dann wird Nishta kommen. Nishta bedeutet die Stetigkeit des Geistes. Ein Gottgeweihter in Nishta ist so entschlossen. Ich kann sterben, aber das Chanten der heiligen Namen werde ich niemals aufgeben. Srila Haridas Thakur wurde über 22 Marktplätze geprügelt. Die gemeinen muslimischen Regierungsbeauftragten schlugen ihn und verlangten: Singe Allahs Namen, Hoda, du Dummkopf. Singe nicht mehr Hare Krishna. Er aber chantete weiterhin: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Zuletzt war er blutig und dünn wie ein Skelett. Doch noch ein Bündel Knochen und so warfen sie ihn in die Ganga. Srila Haridas Thakur jedoch kam wenig später wieder aus der Ganga, als wenn nichts geschehen wäre, und chantete immer noch weiter Hare Krishna. Da warfen sich seine Peiniger flehend und voller Angst zu seinen Lotusfüßen nieder und baten ihn um Vergebung. Haridas Thakur verkörpert Nishta. Sicher kennt ihr Prahlad Maharaj. Sein Vater quälte ihn auf verschiedenste Weise und befahl ihm: Sprich niemals den Namen Vishnus, meines Feindes, aus. Doch Prahlad gehorchte ihm nicht. Er betete immer lauter: Krishna, Krishna, Krishna. Seid so stark wie er, sehr stark. Dann wird Krishnas Gnade zu euch kommen. Auf Nishta folgt die Ebene von Ruchi, von spirituellem Geschmack. Er zeichnet sich durch Freude am Chanten, am Studieren der Schriften, auch der Freude daran, für Krishna zu kochen, oder an allen anderen hingebungsvollen Tätigkeiten aus. Es gibt zwei Arten von Ruchi: Vastu Vaisistha Apekshani und Vastu Vaisistha Anapekshani. Falls der Kirtan-Gesang melodisch klingt, mit wunderbaren Instrumenten, von süßen Stimmen begleitet wird, dann wird ein Gottgeweihter mit Vastu Vaisistha Apekshani Ruchi gern zuhören und dahinschmelzen. Wenn jedoch ein Sänger mit großer Liebe und Zuneigung singt, dies aber nicht in einer schönen Melodie erklingt, wird die gleiche Person es nicht mögen. Wenn der Altar und ein Deity mit goldenem Schmuck und Kleidern dekoriert ist,
wird dieser Devote sich verneigen, doch wenn der gleiche Deity nicht dekoriert ist, wird er es nicht tun. Wenn es keine äußerlichen Betrachtungen mehr gibt und es keinen Unterschied macht, ob der Sänger eine gute Stimme hat oder nicht, und nur noch Krishna selbst das Wichtigste ist, nennt sich diese Art von Geschmack Vastu Vaisishta Anapekshani. Selbst wenn die Stimme des Sängers nicht melodisch klingt, sie aber von Shraddha, Nishtha und Ruchi erfüllt ist, wird ein Gottgeweihter in solcher Stimmung sie hören wollen. Andererseits wird da kein Wunsch zum Hinhören sein, wenn es eine süße Melodie Raga Ragina zu hören gibt, die nicht von Bhakti durchdrungen ist. Diese zweite Art der Ruchi führt zur nächsten Stufe von Bhakti, die Asakti heißt und starke Anhaftung zur Bhakti und zu Krishna kennzeichnet. Wenn jemand in Asakti situiert ist, denkt er, ohne das Chanten der heiligen Namen kann ich nicht einen Moment am Leben bleiben. Diese Anhaftung zeigt sich zuerst für den Bhajan und dann später manifestiert sie sich für Bhajaniya, das heißt die Objekte des Bhajan, Sri Krishna und seine Geweihten. Wenn diese Asakti zur Stufe der Vervollkommnung reift, dann erscheint die transzendentale Stimmung von Rati. Rati zu verstehen ist für Seelen, die sich mit dem Sinnesbewusstsein identifizieren, sehr schwer. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.3.1: Wenn hingebungsvoller Dienst auf der transzendentalen Ebene von reiner Tugend verankert ist, wird dies wie der erste Strahl des Sonnenlichts der Liebe zu Krishna. Zu dieser Zeit erweicht das Herz durch solchen hingebungsvollen Dienst und die damit verbundenen verschiedenen Wohlgeschmäcker. Dies nennt sich Bhav oder spirituelles Gefühl der Liebe. Rati oder Bhav befindet sich auf der Ebene von Shuddha Sattva, die sich über die Erscheinungsweisen der materiellen Natur befindet und daher schwer zu verstehen sind, solange man in den Gunas lebt. Wenn jemand in Bhajan vertieft ist und alle Anhaftungen an Partner, Kinder, Zuhause, Reichtum, Besitz, Anerkennung und Ruf aufgegeben hat und doch Rati, Shuddha Sattva, noch nicht erschienen ist, ist diese Stufe ein kritischer Punkt im Leben dieser Person. Hier kann jemand im spirituellen Leben leicht anfangen zu stolpern. Ich werde die Bedeutung von Shuddha Sattva in einfach verständlicher Weise erklären. Es gibt zwei Arten von Gefährten von Sri Krishna, Ragatmika und Raganuga. Mutter Yashoda, Nanda Baba, Subal, Shridam und die Gopis sind Ragatmika, ewige Gefährten in Goloka Vrindavan Dham. Und diejenigen, die ihnen nachfolgen, sind Raganuga. Wenn ein Raganuga Bhakta Sadaka, ein Raganuga Bhakti Praktizierender, sich innig in die Stimmungen der ewigen Gefährten von Krishna, wie Mutter Yashoda, Nanda Baba, einem Kuhhirtenjungen Gopa oder Krishnas über alles geliebten Gopis vertieft, so nennt sich diese Stimmung des Praktizierenden Raganuga und die Stufe seiner Bhakti nennt sich Shuddha Sattva. Das ist eine außerordentlich erhabene Stufe. Reine Bhakti ist nichts Gewöhnliches. Nach Rati erscheint Prema im Herzen. Hierzu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Sri Krishna ist der höchste Herr. Er ist sehr unabhängig. Er ist nicht abhängig. Er tut, was ihm beliebt. Dennoch hat Mutter Yashoda diesen mächtigen Krishna mit einem Seil gebunden. Und er begann zu weinen. Obwohl er der höchste Herr ist, fing er an zu weinen, als Mutter Yashoda ihm sagte, ich werde dich bestrafen. War dieses Weinen vorgetäuscht?
Nein, nicht im geringsten. Er fühlt, dass er ohne die Liebe und die Dienste Mutter Yashodas nicht einen Moment weiterleben kann. Zuerst droht es ihm mit einem Stock, doch dann band sie ihn in einen Mörser. Tatsächlich band sie ihn durch die Kraft ihrer reinen Liebe und Hingabe. Das nennt sich Prema oder reinste Gottesliebe. Wenn du eine vollständige, tiefe Verbindung zu Krishna möchtest, dann entwickle zuerst diese spontane Liebe für ihn.